Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Benny und wir starten direkt mit unserem Test zu den Sony WF-1000XM4. Wenn euch solche und weitere Videos gefallen, dann würden wir uns sehr über ein Like und ein Abonnement freuen. Die Sony WF-1000XM4 Kopfhörer mit ihrer etwas verwirrenden Namensgebung kosten derzeit stolze 279 Euro. Dafür bieten diese aber auch eine Geräuschunterdrückung, welches Sony selbst als branchenführend bezeichnet, eine solide Akkulaufzeit von fast 8 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung, Fast Charging, womit nach 5 Minuten Ladezeit eine Stunde Wiedergabezeit möglich ist, einen Schutz vor Spritzwasser, USB-C und das alles in einem Gesamtgewicht von gerade mal 41 Gramm. Wir haben die WF-1000XM4 mal in die Bahn, ins Büro und ins Gym mitgenommen und fast schon wie zu erwarten hat das Noise Cancelling uns überzeugt. Für die neue Generation hat Sony seine Technologie nämlich weiterentwickelt und die XM4 mit einem integrierten V1 Prozessor ausgestattet. Die Umgebungsgeräusche werden so nun von 2 Mikrofonen erfasst und diesen Unterschied merkt man einfach. Auch neu sind die Ohrstöpsel aus Polyurethanschaumstoff, der sich dem Gehörgang über längere Zeit noch besser anpassen soll. Diese werden allerdings nur in 3 verschiedenen Größen mitgeliefert. Unser größter Kritikpunkt des Vorgängers war die klobige Bauweise des zu großen Case. Nun sind die Kopfhörer leichter und vor allen Dingen das Case deutlich kleiner geworden. Und das laut Sony sogar um fast 40%. Damit ist es zwar immer noch ein wenig größer als das beispielsweise der AirPods, aber liegt deutlich angenehmer in der Hosentasche. Auch klanglich konnten die Sony WF-1000XM4 mehr als überzeugen. So arbeitet der neue Treiber auf höchstem Niveau und sorgt genreübergreifend für ein sehr ausgewogenes Klangbild. Im Verhältnis zu den XM3 ist der Sound etwas basslastiger geworden, behält aber trotzdem seinen ausgewogenen Sony-Klang. Mit Bluetooth 5.2 war auch eine schnelle und stabile Verbindung quer durch ein Einfamilienhaus kein Problem. Dennoch gibt es ein kleines Manko. Leider gibt es keine Möglichkeit, mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig zu verbinden. Was bei einem Kopfhörer dieser Preisklasse eigentlich kein Problem sein sollte. Über die Sony Headphones App kann man zwischen 4 verschiedenen Modi wählen. Sitzen, gehen, laufen und reisen. Diese passen jeweils den Grad der Geräuschunterdrückung an die Umgebung an. Mit der adaptiven Geräuschunterdrückung wechseln die WF-1000XM4 automatisch zwischen den Modi. Wie für In-Ear-Kopfhörer üblich, erfolgt die Steuerung über Touchfelder an den Außenseiten der Kopfhörer. Darüber kann man die Musikwiedergabe steuern, Anrufe entgegennehmen oder den Sprachassistenten aktivieren. Auch die Bedienung hat einwandfrei funktioniert. Zusammengefasst konnten die Sony WF-1000XM4 uns mit einem sehr guten Noise Cancelling, einer umfangreichen App und einem Top-Sony-Klang überzeugen. Insgesamt geben wir den Sony WF-1000XM4 deswegen eine 9,0. Den ausführlichen Artikel findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis dahin, ciao!